Ja, moin moin moin, schön, dass du dabei bist. Hier ist der Sven und heute geht es mal um den Unterschied zwischen Infahrt und Mitfahrt. Ja, zwei verschiedene Begriffe, das heißt zwei verschiedene Definitionen. Basis des Ganzen liegt unter anderem in den Kollisionsverhütungsregeln. Da finden wir nämlich einen Passus und der lautet: Der Ausdruck Infahrt bedeutet, dass ein Fahrzeug weder vor Anker liegt, noch an Land festgemacht ist, noch auf Grund sitzt. Das wäre also in Fahrt. Das Gleiche finden wir sinngemäß auch in der Binnenschifffahrtsstraßenordnung, wobei hier ist es ein bisschen komplizierter ausgedrückt: Fahrend oder in Fahrt befindlich, ein Fahrzeug, ein Schwimmkörper oder eine schwimmende Anlage, dass der oder die weder unmittelbar noch mittelbar ankert, unmittelbar noch mittelbar am Ufer festgemacht ist oder festgefahren ist. Und die Essenz ist hier genau die gleiche, also ein Fahrzeug, das weder ankert noch am Ufer festgemacht ist oder festgefahren ist. Unser Fazit daraus ist also, wenn wir das noch einmal kurz wiederholen wollen: Ein Fahrzeug, das nicht am Ufer oder am Steg irgendwie festgemacht ist, nicht vor Anker liegt und nicht auf Grund gelaufen ist, ist in Fahrt. Der korrekte nautische Ausdruck wäre jetzt eigentlich in Fahrt und ohne Fahrt durchs Wasser. Macht dann aber einen langen Satz daraus. Im Allgemeinen sagt man eher, ja, in Fahrt. Was dieser Begriff eigentlich dann bedeutet, ist, dass dein Fahrzeug frei treibend ist. Es kann jetzt durch Wind und besonders durch Strömung von A nach B versetzt werden, sich also über das Wasser oder durch das Wasser fortbewegen, aber ohne eine eigene Antriebskraft. Heißt im Umkehrschluss wieder: Momente mal, wenn ich hier dieses kleine Bötchen sehe oder eins dieser beiden Boote mal nehme, gehe jetzt dahin, mache die Leinen los und werfe diese Leinen einfach aufs Boot. Dann ist dieses Boot, das Fahrzeug, nicht mehr am Ufer festgemacht und jetzt ist es schon in Fahrt befindlich. Es ist in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser. Es kann jetzt durch die Strömung von A nach B versetzt werden. Das alleine bedeutet in Fahrt. Was ist denn jetzt allerdings Mitfahrt? Ein Fahrzeug ist Mitfahrt unterwegs, wenn es seine Antriebsart aktiv nutzt. Und wenn es seine Antriebsart aktiv nutzt und insofern der Vortrieb hat, sich also durch das Wasser bewegt, dann wäre der korrekte Ausdruck in Fahrt, Mitfahrt durchs Wasser. Der erste Teil sagt nämlich jetzt: Dieses Fahrzeug ist grundsätzlich frei treibend. Es ist ja nirgendwo festgemacht, sitzt nicht vor Anker, liegt nicht auf Grund. Und jetzt macht es zusätzlich aber Fahrt durchs Wasser, durch den eigenen Antrieb. Daher dieses Mitfahrt. Es nutzt den eigenen Antrieb, also mit Antrieb könnte man hier auch symbolisch sagen. Heißt, auf einem Motorboot, einem Fahrzeug mit Antriebsmaschine, wenn ich losgemacht habe und lege jetzt beim Motor den Gang ein, der Propeller fängt an sich zu drehen und dadurch habe ich Vortrieb. In dem Moment, wo ich den Gang einlege, bin ich in Fahrt, mit Fahrt durchs Wasser unterwegs. Bei einem Segelboot würde das bedeuten, ich setze die Segel und sobald ich Anströmung habe, Windanströmung in den Segeln und dadurch Vortrieb habe, bin ich jetzt mit Fahrt durchs Wasser. Da ich wieder nicht festgemacht habe, sondern jetzt ja aktiv segel, bin ich offiziell in Fahrt, mit Fahrt durchs Wasser. Das beste Beispiel ist vielleicht sogar noch ein Ruderboot, denn in dem Moment, wo ich nicht festgemacht habe mit dem Ruderboot, bin ich ja in Fahrt. Sobald ich jetzt die Ruder schwinge und dadurch Vortrieb habe, bin ich in Fahrt, mit Fahrt durchs Wasser. Wenn ich aber jetzt mal eine Pause brauche und die Ruder nicht schwinge, jetzt mache ich 3 Minuten Pause und paddle, rudere gar nicht, dann bin ich wieder nur in Fahrt, ohne Fahrt durchs Wasser. Das wären im Grunde die Unterschiede. Und jetzt wird sich die Frage aufdrängen: Ja, warum sind denn diese Unterschiede überhaupt wichtig? Warum muss ich jetzt wissen, warum muss ich unterscheiden können zwischen Infahrt und Mitfahrt, zum Beispiel wegen der Lichterführung? Wann sind denn die Fahrtlichter einzuschalten? Also Seitenlichter, Hecklicht und das Toplicht, wenn ich ein Maschinenfahrzeug unter 50 Meter oder unter 100 Meter im Binnenbereich bin. Ich muss sie einschalten nachts und bei unsichtigem Wetter. Und zwar sobald das Fahrzeug in Fahrt ist. Und wenn wir jetzt das Beispiel wieder nehmen mit dem Bötchen eben, das da am Steg lag und ich gesagt habe, wenn wir jetzt die Leinen wegnehmen würden und nur aufs Deck werfen, dann ist dieses Fahrzeug in Fahrt. Und wenn jetzt gerade Nacht ist,
dann müssten rechtlich betrachtet die Lichter eingeschaltet werden. Ein besseres Beispiel ist jedoch noch, je nach Umstand ändert sich die Lichterführung. Auf See kennzeichnen sich ja auch manövrierbehinderte und manövrierunfähige Fahrzeuge. Und genau da ist doch für uns wichtig zu wissen, ob ein Fahrzeug nur in Fahrt ist, also da hinten auf seiner Position treiben wird und nur durch die Strömung von A nach B versetzt werden kann, oder ob es aktiv mit dem eigenen Antrieb noch durch die Gegend fährt, während es eine Arbeit macht oder gerade eine Manövrierunfähigkeit hat. Vielleicht läuft die Schraube noch auf Vollgas, aber das Ruder ist blockiert und das Fahrzeug kann seinen Kurs nicht ändern. Da hätten wir doch dann den Unterschied zwischen es ist in Fahrt bzw. es ist mit Fahrt. Also ändert sich hier die Lichterführung, insbesondere bei Manövrierbehinderung und Manövrierunfähigkeit zwischen Infahrt und Mitfahrt. Also auch da der Unterschied wichtig. Auch für die eigene Manövrierfähigkeit natürlich wichtig, denn wenn ein Fahrzeug nur in Fahrt ist, die Leinen sind nur losgemacht und wir können von A nach B durch die Strömung versetzt werden, dann haben wir jetzt keine eigene Ruderwirkung. Wir müssen selbst Fahrt durchs Wasser machen, damit wir Anströmungen am Ruderblatt haben oder am Ruder, wie auch immer, um unseren Kurs auch ändern zu können. Aber auch da ist wichtig, Moment mal, in Fahrt alleine reicht nicht, ich brauche Fahrt durchs Wasser. Gut, das soll auch schon reichen. Kurzes kleines Video. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Wie immer, natürlich hoffe ich das. Und ja, ich freue mich, wenn du ein Like da lässt und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin.